Love, Peace and Happiness. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Ja, was haben wir? Donnerstag ist heute, glaube ich. Ja, die Woche war doch bis jetzt ganz nett. Ja, gestern sogar mit meiner kleinen Kritiksendung. Ja, bei Facebook ist ja natürlich, alle, die mich auf Facebook sehen und meinem Profil folgen, gleich aufgefallen, dass Facebook mal wieder gesagt hat, so, der liebe Mario, dies ist Hassrede. Sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ich habe ja nur ein bisschen Kritik ausgeübt. Mehr war es ja nicht. Und von daher fand ich ganz interessant, was Facebook wieder draus gemacht hat. Na gut, es sind ja ihre eigenen Meinungen. Es ist ja ein Privatunternehmen. Und wo sie dann halt sagen können, was sie wollen. Und zulassen, was sie wollen. Also das ist ja wie YouTube genau das gleiche. Bin immer noch ein bisschen krank. Nein, nützt nichts. Ist halt so, wie es ist. YouTube ist ja genau das gleiche in grün. Ist ja auch nur ein Privatunternehmen. Und da können sie auch ihre eigenen Spielregeln machen, wenn sie so, wie sie halt wollen. Bis jetzt habe ich von YouTube noch nichts gehört. Wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht kommt da ja noch was. Ne? So, Zettel habe ich heute keinen. Da stand tatsächlich nur ein einziges Thema drauf. Deswegen habe ich gesagt, das schaffe ich, mir das zu merken, bis von der Küche ins Auto. Und das kriege ich hin. Da stand Krankenkasse drauf. Ja, wie man gestern so wunderschön überall in den Medien lesen konnte, wir sollen Krankenkassenbeiträge mehr zahlen. Natürlich! Es wäre ja auch total doof, dass, wenn die nicht genug Kohle haben. Ja, sie haben auch nichts mehr. Ja, man sieht es überall. Dieses Land hat keine Kohle mehr. Ja. Und wer darf dafür wieder bluten? Genau, wir, der kleine Bürger, der täglich morgens aufsteht, zur Arbeit geht und spät abends irgendwann wieder nach Hause kommt. Ne? Alle anderen, die sowas nicht machen, die können sich auf unseren hart verdientes Geld ausruhen. Ja, nennt sich dann Sozialstaat. Und wir haben ja so eine komische Herzlich-Willkommen-Gesellschaft. So, jeder darf hier ins Land, ob er darf oder nicht, wird hier von uns durchgefüttert, kriegt Krankenkassen, wird irgendwie komplett saniert. Die müssen, wenn deine Beißerchen wieder nicht so geil sind, kriegen die eine Komplettsanierung. Ne? Und jeder, der schuften geht und mal irgendwie seine Beißerchen irgendwie zurechtrücken wollte, weil da irgendwie ein Loch war oder irgendwas anderes nicht ganz so in Ordnung war, wie es sollte, sein sollte, weiß, was dieser Spaß kostet. Ja. In Deutschland ist das sehr, sehr umfangreich vom Finanziellen her gesehen, aber die kriegen das gratis. Ja, dementsprechend lassen Sie auch gerne mal Ihre Beißerchen irgendwie zurechtrücken, weil in deren Ländern, ich sag mal, vielleicht die Versorgung darüber nicht ganz so geil ist. Ne? Also, und wer bezahlt? Krankenkassen. Und im Endeffekt, wer? Genau, wir wieder. Siehst du, da schließt sich der Kreis. Und ja, das ist nicht nur mit Beißerchen so, sondern die kommen ja hierher und bringen irgendwelche lustigen Krankheiten von da mit, die es bei uns theoretisch oder sowas eigentlich gar nicht mehr gibt. Oder sehr selten. Ja, und da muss dann auch erstmal eine Komplettsanierung gemacht werden. Ist auch sehr, sehr umfangreich vom finanziellen her. Aber macht ja nichts.
Wir bezahlen ja gerne. Selbstverständlich. So, und da sind wir wieder bei der ganzen Geschichte. Wer darf es bezahlen? Natürlich! Nie was eingezahlt. Aber die haben nie was eingezahlt und profitieren davon. Irgendwie finde ich persönlich das ein bisschen ungerecht. Aber nur so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ja. Mit Abschiebung ist dann auch immer so eine Geschichte. Haben sie ja jetzt wieder ein riesen Ding draus gemacht, habe ich gerade eben so mal so am Rande mitgekriegt. Da haben sie einen an der Grenze abgefangen, ja, haben gesagt, du hier, nee, geh mal wieder zurück nach Griechenland. Und ja, dann gab es einen kleinen Formfehler von unseren Beamten, weil die nicht gecheckt haben nach Dublin-Abkommen, ob derjenige denn auch in diesem Land, wo er zuerst eingereist ist, da irgendwie Ansprechpartner etc. irgendwie sowas hat und ob er das da überhaupt so machen darf. Also unsere Behörden müssen, wenn sie einen zurückweisen, das in dem Land, wo er herkommt oder seinen Erstantrag gemacht hat, checken, ob da das auch alles richtig ist. Ja, genau. Das haben die leider versäumt, unsere Beamten. Und dürfen, oder in Deutschland darf jetzt eine Strafe von 8.000 Euro bezahlen. Tja, so läuft das hier, das Ganze. Ne? Ich glaube, das ist ein riesen Papierkram. Und wir wissen ja, deutsche Bürokratie ist ja auch super einfach für jeden und jeder steigt da durch, dass selbst unsere hochbezahlten und top arrangierten Beamten oder mit Beamtenstatus, Entschuldigung, ja, wir wollen ja korrekt sein, dass da vielleicht mal der Überblick bei denen verloren gegangen geht. Ist ja auch nicht schlimm, meine Güte, sind auch alles nur Menschen. Will ich keinen jetzt auf die Füße treten. Um Gottes Willen. Fehler passieren halt einfach. Aber das macht das mit Bürokratie hier in diesem wunderschönen Land nicht wirklich einfacher. So, das sieht man in jeder Ecke. So, jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen weg von dem einen Thema. Gehen wir mal ein bisschen zum anderen. Wir bleiben aber bei Bürokratie und wie toll das doch hier irgendwie alles ist. Und gerade, was ich gestern auch schon ein bisschen gesagt hatte, mit Demos und sowas. Und auch, ja, die Menschen, die einfach zu viele Themen haben und sich auf eine Sache konzentrieren sollen. Es fällt denen natürlich auch sehr schwer, weil ich sag mal, die Kokolores-Leugner, die waren dann nachher mit den Anmeldungen und sowas sehr, sehr geübt drin, und wie sie es vernünftig machen. Bloß die sind ja fast alle nicht mehr da, da sind ja neue nachgerückt. So, und die haben mit denen vielleicht so ein bisschen den, wissen noch nicht genau, wie sie es machen. Deswegen melden sie mal 20.000 Themen an und konzentrieren sich nicht auf eine Geschichte. Dann können sie das nicht auch alles auf schönen Flyerchen drauf machen. Aber das macht das halt alles ein bisschen kompliziert. So, wo wollte ich jetzt hin? Genau, jetzt habe ich selber den Faden verloren. Geil. Haha! Mann, es ist tatsächlich noch ein bisschen früh. Ja. Macht nichts. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ja. Gute Frage, nächste. Jetzt habe ich es tatsächlich vermasselt. Haha, ich schmeiß mich weg. Ja, wie gesagt, passiert mir auch. Es ist, wie gesagt, früh morgens, noch ist dunkel. Und so weiter. Deswegen habe ich hier auch meine schöne Innenbeleuchtung an. Na egal. Jetzt haben wir viel geredet und trotzdem nichts gesagt. Es passt zu unserer Politik. Finde ich auch mal ganz geil. Ja.
So, und von daher machen wir weiter. Nächstes Thema. Oh Gott. Ja, das ist doch jetzt auch mal richtig geil. Ne? Wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Funktioniert ab und zu mein Kopf dann auch nicht so richtig. Ist halt manchmal, wenn ich sehe hier gerade so, ey, dieser neue Space Auto kommt mir jeden Morgen entgegen. Das sieht so ab, das sieht immer aus, ob mir ein UFO entgegenkommt. Das ist irgendwie so ein Van, ich weiß nicht, ob das Toyota ist oder irgendwie so, ich habe keine Ahnung, oder Hyundai oder so. Der sieht von vorne so spacemäßig aus. Das hat mit Autos in meinem Begriff schon gar nichts mehr zu tun. Das sieht eher aus wie, ja, wie ein UFO. Wie ein total abgefahrenes Teil. Mit unten zwei kleinen Scheinwerfern nur. Das ist tatsächlich der Fahrlicht. Und dann hat er so einen so einen weißen Balken quer von links nach rechts. So ein LED-Band da. Sieht total abgefahren aus. Also wäre jetzt nichts für mich, wo ich es kaufe oder sowas. Also es zeigt nur, dass die Ingenieure irgendwie Richtung UFO gehen oder sowas. Keine Ahnung. Ja. So, was haben wir noch? Ja. Ist ja mal eine interessante Sendung. Ist mal was anderes. Ja, und. Nö. Haben wir es vermasselt heute, oder? Ja. Kopf ist irgendwie, weiß ich nicht, arbeitet heute wahrscheinlich noch nicht so richtig. Ist halt mal so. Also von daher, ich weiß jetzt im Moment gerade auch nicht weiter, bin ich ja mal ganz ehrlich. Außer ich könnte mich über wieder tausend Sachen irgendwie auskotzen. Aber ich glaube, das habe ich mit der Sendung von gestern schon genug gemacht. Da könnte ich auch wieder tausend Themen zubringen und dazu sagen. Aber da müsst ihr mal euer Köpfchen bitte selber ein bisschen einschalten. Ich denke doch, das sollte recht gut funktionieren. Und von daher, ich wünsche euch allen einen schönen Tag noch. Morgen bin ich wahrscheinlich wieder fitter und ein bisschen mehr vorbereitet, wie auch immer. Da soll ich mir wieder einen Zettel anschaffen. Hallo, mein liebes Cousinchen. Ja, also von daher, macht euch alle einen schönen, schönen Tag. Wir hören uns morgen, denke ich mal. Und dann bin ich auch mal wieder ein bisschen fitter. Love, peace and happiness. A study. Ciao, ciao. Geht das schon wieder nicht aus hier? Nee. Ist das ein Traum heute? Ja, das war doch mal klasse.